Buschmann sitzt live vor Ort. So ein Spiel lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und das ist natürlich eine Partie, die einiges im Angebot bereithält. Klingt nach spannendem Fußball. Buschi. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Ein tolles Spiel. Sabitzer. Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Und den macht er mit seinem Schwächeren, Buschi. Ja, so schwach kann er aber nicht sein, wenn er damit trifft. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt könnte er flanken. Er ist da und hat den Ball. Er geht schön dazwischen. Da sind Mitspieler frei. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Konrad Leimer. Florian Grillitsch. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Kramaric. Brozovic. Duje Saletaka. Das ist Kovacic. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Da gehen sie dazwischen. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ball ist unterwegs. Vielleicht jetzt. Szene geht weiter nach diesem Block. Das Tor, Volley genommen. Ganz starke Szene. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Er nimmt ihm den Ball ab. Luka Modric mit dem Angriff. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Marcel Sabitzer. Die Österreicher jetzt mit dem Ballverlust. Luka Modric jetzt. Steilpass Modric. Er macht das Spiel schnell. Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt. Binnen weniger Minuten. Jetzt ziehen sie hier davon. Wir schauen uns das Tor an. Erst der klasse Steilpass von Luka Modric. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Der Ball kommt hoch rein. Schönes Dribbling hier. Modric. Gut, wie er den Ball abblockt. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. So kennen wir ihn. Erst die Glanzparade und jetzt hat er den Ball. Und Sie wissen natürlich, was Sie an ihm haben. Er verhindert das Tor, ist eine klasse Szene. Also, das war fast schon sicher ein Tor. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Marcel Sabitzer. Karim Onisivo. Da wäre der Platz, um zu flanken. Gute Aktion. Ball ist raus. Kramaric. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Gute Aktion. Da kommt der Schuss. Und irgendwie hält er ihn.
Da sind hier alle begeistert. Was für eine Parade. Super, wie er den rausfischt. Jetzt Sabitzer. Schön vom Ball getrennt. Das war eine wichtige Aktion. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Sie können über den Flügel kommen. Ja, könnte was werden. Sie machen zu, machen das gut. Der Angriff wird unterbunden. Vorne der Ballgewinn. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Karim Onisivo. Arnautovic ist das mit dem Ball. Schwierig, er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Super dazwischen gegangen. Steilpass von Brozovic. Aber letztlich bleibt dieser Steilpass dann doch hängen. Da ist der Ball jetzt weg. Jetzt wird es hier Eckball geben. Ecke in die Mitte. Gute Parade bei diesem Eckball. Er holt sich vorne den Ball. Grätsche kommt, aber clever gemacht. Bleibt auf den Beinen. Guter Einsatz. Ball ist weiter im Spiel. Könnte gefährlich werden jetzt. Die Chance. Chance lebt noch. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen sie, bei wem sie sich bedanken dürfen. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Andrej Kramaric. Mateo Kovacic. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Marcel Sabitzer. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Und jetzt ist der Ball geklärt. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Sabitzer! Da ist das Tor, der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben